Vor 20 Jahren haben die Türen von Expo 02 aufgemacht. Zum Jubiläum gibt es auf Telebilag diese Woche eine fünfteilige Serie über die Landesausstellung im Dreiseenland. Eine der fünf Arteplagen war zu Biel. Auf den Tag genau vor 20 Jahren hatte dann ganz Biel frei, um die Arteplage zu entdecken. Zusammen mit Passanten und dem ehemaligen Stadtpräsidenten von Biel schwelgen Laila Tövo und Laura Quadri in Erinnerungen. Die Passanten schauen auf dem Tablet Filmaufnahmen von Expo 02 zu Biel an. Mögt ihr euch daran erinnern, wie es ausgesehen hat? Werfen wir einen Blick zurück auf die Arteplage von Biel mit dem Motto Macht und Freiheit. In Biel hatte es am Strandboden drei grosse Türme und eine Brücke, die über den ganzen See ist. Attraktionen sind die Einkaufswegen, das Tower zerschmettern und das Bauernreiten. Diese Bilder wecken bei den Bieler und Bielerinnen Erinnerungen. Ui, hallo. Die Expo war fantastisch. Wir waren alle Abend rum und es war sehr beeindruckend. Wir haben viel diskutiert und schöne Abende verbracht mit viel Lachen und Tanzen. Amuser, à rigoler, à danser. Das Bio war sehr schön und sehr gut gemacht. Die schönen Bauten waren sehr gut konstruiert. Der damalige Bieler Stadtpräsident Hans Stöckli hat sich dafür eingesetzt, dass die Expo auf Bio kommt. Im Video sieht er, wie er zusammen mit den anderen Städten Yverdon, Neuenburg und Murten für die Expo zusammenarbeitet. Biel hat vom Spektakel profitiert. Die Stadt hat drei Ziele erreicht. Einerseits das Infrastrukturdefizit aufzuholen, die ganze Gestaltung hier am See mit dem Hafengebäude, mit dem Kleinbootshafen, mit der Umgebung. Der Bezug zur Innenstadt. Und auch in der Innenstadt hat man es auch nicht. Wir haben Strukturen verändert, Zusammenarbeit. Seeland Biel-Bienne haben wir gegründet. Und die Tourismusorganisation Jura Dreiseeland ist gegründet worden. Und schliesslich haben wir auch das Image der Stadt können aufwerten. Und die drei Ziele haben sich gelohnt, jetzt mit der Expo zu realisieren. Schon 2002 hatte er die gleichen Ziele gehabt. Wir haben Infrastrukturen verbessert, die Erreichbarkeit der Stadt Biel ist wesentlich verbessert worden. Ich habe absolut meine Lehmende Parole. Für den Start der Expo hat sich der damalige Stadtbi auch dafür eingesetzt, dass die Bieler Bevölkerung frei bekommt, damit sie die Bieler Arteplage entdecken kann. Die ist gut angekommen. Die drei Türme mit der Brücke, das gefällt mir am besten. Es ist so nicht anstrengend. Also es ist sehr gemütlich, sehr leicht. Vor allem die Brücke über die Seebucht, weil man Biel einmal von einer anderen Seite sieht und der See. Dann, wie auch heute, der Hans Stöckli ist stolz auf die Expo. Das war für mich ein Bubentraum, den ich helfen realisieren konnte. Ich habe 64 die Expo in Lausanne als Schüler miterlebt und habe mir seither immer vorgestellt, wie das wäre, wenn man das machen könnte. Und am 15. Mai 2002 durfte ich dabei sein, als wir die Expo eröffnet haben. Und wenn ich die Bilder anschaue, ist es immer noch modern, immer noch aktuell, immer noch attraktiv. Am Bieler Arteplagetag, heute vor 20 Jahren, sind rund 20'000 Besucher und Besucherinnen auf Biel gekommen und haben die Landesausstellung angeschaut. Expo hat nicht nur die Bio-Arteplage, sondern nebst Yverdon, Neuenburg und einer mobilen Arteplage auf dem See auch zu Murten. Wie es dort ausgesehen hat, das erfahrt ihr morgen im zweiten Teil der Serie zur Expo 02.